Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, ich baue hier nochmal ein bisschen um. Wir werden hier zwar eine Terrasse machen, nach Möglichkeit auch eine überdachte. Das heißt, hier das Eck bleibt mal frei. Wir werden hier ein Gelände bauen, das das Ganze hier verschließen tut und abschließen tut, damit hier kein armer Zivilist in den Tod stürzen kann. So, gesagt, getan. Ich glaube, das hier stimmt. Nein. Vielleicht stimmt der hier. Ja. Und vielleicht nochmal der hier. Jawohl. Sehr gut. Also hier haben wir dann einfach nur einen Balkon, der quasi nichts verbindet. Ich werde vielleicht hier nochmal... Warte. Warte, ich werde den Balkon hier noch ein Stück verlängern. Dann schaut das, glaube ich, hübscher aus, wenn die ganze Seite da so ist. Ich wollte es eigentlich zuerst anders bauen, aber ja, da habe ich ein kleines Problemchen, weil das nicht ganz so klappt, wie ich das gerne hätte. Macht aber nichts. Dann machen wir es halt wieder anders. Wo ist jetzt der eine Boden? Achso, warte, ich hätte eigentlich... Eigentlich könnte man... Warte, warte. Nur kurz. Eigentlich könnten wir wegreißen. Wegreißen. So. Und das im Ganzen nehmen, ne? Also sprich, das hier. Sollte ich auch mit einer Ecke nehmen? Ist schöner, oder? So. Ich glaube, so ist es schöner. Gut. Dann wieder Gelände. So, das müsste passen. Jawohl. Und das hier. Sauber. Jo, das schaut nicht so schlecht aus. Das gefällt sogar einer Zocki. Also mir. So. Das Schildlein, das bauen wir wieder hier hin. So. Jawohl. Gut, dann haben wir hier abgesperrt, haben wir hier einen schönen Balkon. Hier machen wir eine Terrasse, habe ich gemeint. Dazu brauche ich hier jetzt doch wieder sowas. Und hoffe, dass das im Ganzen... Ah, warte. Da haben wir es anders gebaut gehabt, ne? Warte, 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 warte. Da unten nur eine normale Wand, ne? Und da oben einfach nur so, ne? So, und unten eine normale, stinknormale Wand. Das müsste klappen. Jawohl. Passt. So bin ich schon zufrieden. Hier die Terrasse noch gebaut. Mit Überdachung und dann, glaube ich, haut es schon... Dann haut das, glaube ich, schon hin. Endlich mal. So, klappt das noch da oben? Jawohl. Eigentlich sollte ich hier auch eine Stütze machen, ne? Warte. Das fällt mir immer erst zum Schluss ein. Das ist normal bei mir. Wundert euch nicht, das ist ganz normal. So, nein, das wollte ich eigentlich haben. Und zwar so. Ja, genau. Oder... Auch im Eck. Nö, das mache ich so. Das machen wir so. Das machen wir so. Keine Widerrede. Das machen wir so. Falsch. Geländer brauche ich. Nach Möglichkeit eins ums Eck. So. Wenn das klappt. Oder es klappt nicht. Hm. Hallo? Ich habe keine Ahnung, wann das richtig ist. Jetzt vielleicht? Halt, jetzt liegt er. Na, das kann nicht stimmen. Sag bloß, der macht das jetzt so nicht mehr. Es müsste, wenn der Beginn... Warte. Hm. Das müsste ja eigentlich so schon mal klappen. Ja. Das klappt ganz super. Also so müsste es doch eigentlich richtig sein. Das wäre eigentlich der Anfang. So müsste es eigentlich schon stimmen. Aber ist nicht der Fall.
So, dann müssen wir es halt wieder nach alter Manier bauen. Vielleicht nimmt es einzeln. Nein, auch nicht. Vielleicht hätte ich das hier bauen sollen. Das passt ja auch nicht. Ich probiere es dann von oben. So, liebe Edda, du musst mich da durchlassen, bitte. Bitte. Achso, das Wasser wollte ich noch aufstellen, ne? Das Wasser, das Wasser, das Wasser. Und natürlich auch den Strom. Strom, Strom, Strom. Hier. Strom, Strom, Strom. Ich würde sagen, wieder dahin. So. Und das Wasserle. So. Was gäbe es denn hier? Ach so, das sind nur die Dinger. Okay. Passt schon. So, das war das, ne? Ah, warte, hier ist er. So. Wusch. So. Nein, nicht zu nah. So wird schon passen. Sehr fein. Jo, läuft wieder. So. Würde ich sagen, das Wasserchen hier stellen wir da oben hin. Da so, dann können die Armen hier auch mal was saufen. Trinken meine ich. So. Dann haben wir das hier fürs Feld und dann passt das schon. So. Den Ramsch ein bisschen hier so. Die Kisten auch ein bisschen so. Ins Eck geschmissen. Der Metalleimer gehört auch so. Ah, dann können wir, schau mal. So. Na, das schaut doch nach was aus, oder? Fast. Fast perfekt. Aber man weiß, glaube ich, wessen Zweck das erfüllen soll. So. So. Ja. Und so noch die Kiste. Das tun wir weg. So. Ich glaube, das geht. Passt, haben wir das eigentlich auch schon. Dann brauchen wir hier eine neue Treppe. So. Ich weiß nicht, ob das Ding hier bleiben kann. Wir werden es gleich sehen. Also das Bett meine ich, ob das Bettchen bleiben kann. Ich brauche auf jeden Fall... Brauche ich sowas. Jetzt ist die Frage mittig. Ah, am Rand wird es auch gehen. Vielleicht klappt es hier am Rand auch. Bitte? Ja! Aha! Glück gehabt. Sehr gut, da kann man schön rauf. Ach, wie toll, das klappt. Und vielleicht können wir hier auch schon ein hübsches Gelände bauen. Bitte. Mhm. Das hier. Aha. Okay, so wird es klappen, aber da fällt man runter, ne? Ja. Da fällt man runter. Das passt so nicht. Warte. Jetzt passt er. Das passt so nicht. Da gehört fast das hier her. Nur seitenverkehrt. Und da oben halt das hier. Oder halt das ein kurzes. So. Jo, das passt schon besser. Das passt sehr viel besser. Sehr gut. Und wir sind im ersten Stock. Hier können wir super klasse zur Terrasse hingehen. Zumindest ist das mein Plan. Dann brauchen wir hier noch einen schönen Boden, wenn der anklipseln tut. Ich hoffe es sehr. Ich habe es kurz grün gesehen. Aber das war dann auch schon alles, ne? Na gut, dann hauen wir das mal weg. Und das auch. Das klappt dann so nicht recht. Okay. Klappt jetzt der normale Boden? Ja. Jetzt klappt er. Und dann machen wir hier so ein Eck hin, wenn das passt. So ein Eck, 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 Eck. Und das da. Klappt das? Ja, ja. Nicht so recht, ha? Und wenn wir das hier mal angenommen mit dem hier. Oh. Jetzt passt er.
Jetzt haben wir halt dafür hier kein Dach. Muss das überdacht sein? Ich hoffe nicht. Wand, die liebe Wand. Die Wand, Wand, Wand. Wo ist sie denn? Da. Klappt das mit der Wand? Eher weniger, ne? Da klappt sie wieder. Warte. Okay. Und die Ecke? Auch nicht. Da, da. Ja. Und hier? Wieder gar nicht, oder wie? Na los. Ich habe echt Schiss, das kaputt zu machen. La la la. Falsch, falsch, falsch. Hier, daran. Daran, bam, bam. Da. Das sollte eigentlich nach Plan. Jawohl. Es passt. Ich weiß, das mit dem Boden passt nicht perfekt zusammen. Tut mir leid dafür, aber geht, glaube ich, nicht anders. Nicht unbedingt. So. Ecke, Ecke. Jawohl. Das klappt auch. Naja, okay, ich könnte die Wand so im Ganzen machen, aber ich lasse das mal so, bevor wieder irgendwas kaputt geht. So, bei mir ist das ja kein Sonderfall. Ja. So. Aha. Okay, so ist das gedacht. Wie schaut's damit aus? Aha. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Und hier auch nochmal. Perfekt. Sehr gut. Ich hatte nicht mehr zu hoffen gewagt. So, so. Damit keiner runterstürzen kann. So, so. Und na, die Ecke hätte ich gern. Das ist die falsche Ecke. Das hier ist die richtige, oder? Auch nicht. Dann hier, vielleicht das die richtige. Auch nicht wirklich. Was denn nun? Die müsste eigentlich stimmen. Jawohl, die stimmt. Passt. So, nochmal geht's jetzt mit dir weiter. So. So. Na komm. Sei brav. Sehr brav. So, weiter brav sein. Jetzt brauche ich wieder was fürs Eck. Das war jetzt Innenecke, ne? Das wird nicht klappen. Das könnte klappen. Ah, stehen wir da schon an? Das wäre jetzt nicht so klasse. Aha, das ist sowas wieder. Das ist sowas wieder. Mhm. Wäre eigentlich nur das hier und das klappt nicht so recht, ne? Hier vielleicht? Auch nicht. Mhm. Aber hier wird's gehen. Ja, als sowas eigentlich habe ich es ja gedacht gehabt, ne? So. Das klappt nicht so recht, ne? Lustigerweise, hier wird es wieder gehen. Irgendwie voll komisch gerade. Schau. So geht's. Wenn du anders stehst, geht's wieder nicht. Voll lustig. Schau, pass auf. Klappt das hier vielleicht? Komm. Komm. Na, jetzt haut's nicht mehr hin. Hä? Das muss man ja verstehen, oder? Klappt es dann auch um die Ecke? Ähm.
Der Wille ist da. Okay, warte mal. Voll komisch irgendwie. So. Hallo? Grün werden. Komm. Jetzt will er wieder nicht. Ah, jetzt. Schau mal. Und jetzt da drüben. Ich weiß, da geht's runter, ne? Aber ich glaube, die kommen eh nicht runter. Also, ich meine, die wird nicht runterfallen, so muss ich sagen. Mit ein bisschen Glück. Schau. Das klappt irgendwie. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Hm? War das jetzt so richtig oder so? So, glaube ich, ne? Hier geht's scheinbar auch nicht. Oder doch? So? Ah, ich glaube, aber da fällt man auch nicht runter, oder? Na, wegen dem hier. Geht gar nicht. Okay. Und da herüben? Da kann man runterfallen, ne? Da wäre es schon klasse, wenn wir sowas hätten, mein Freund. Bitte? Vielleicht ein kleineres Modell? Na komm. Hm. Ja, mach. Ach, haut glaube ich nicht hin, ne? Ich glaube, doch, hier kann man runterstürzen. Aha, jetzt geht er. Okay. Lass mal so gelten. Ist ja wurscht. So. Toll, jetzt bin ich da hinten. Ich hoffe, ich kann da vorne raus. Ja, passt. Habe ich schlauerweise eh so gebaut. Das kann weg. So. Jawohl. Ah. Es schaut nicht so sonderlich schön aus, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich will nicht mehr kaputt machen, als es unbedingt notwendig ist. So, ich glaube, wir können ein Bett mitnehmen, ne? Ein Bettelein. Ein Bettelein. Ich glaube, das klappt nämlich schon. So. Zack. Aber es schaut ja nicht so hässlich aus, finde ich halt. Ich glaube, da gibt es hässlichere Gebäude. So. So, lala, lala, lala. Was zu trinken werden wir auch aufstellen. Glaube ich. Wäre sicher nicht so schlecht. Ich würde auch sagen, hier oben. Da vielleicht so ein Getränkeautomat. Hat sicher auch seinen Reiz. Das Bettelein. Na komm. Das Bettelein, das Bettelein. Ach, wie schön, ach, wie fein. Jetzt können wir das eigentlich so machen, dass immer nur zwei Leute in einem Schlafbereich, so wie hier, pennen können. Das wäre sicher auch nicht schlecht. So. Und das sehe ich gerade. Ich habe hier die Wand noch nicht gemacht. Pfui, böse Zocki. Böse Zocki. Nanu, wo ist die Wand? Wand, Wand, Wand. Da. Hoffentlich klappt das. Nö. Doch. Nein. Doch. Ah. O. I. U. Na, komm. Komm. Ja, wer ist eine brave Wand? Wer ist eine brave Wand? Nicht du. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Nicht du. Du sicher nicht. Dann ist mir das jetzt wurscht. Lass mal das so. So. Vielleicht wollen sie hier mal Bilder aufhängen oder so oder einen begehbaren Kleiderschrank machen. Dann lassen wir ihnen die Freude. So. Da, da-dam, 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 da-dam. So. Dem sein Bettchen werden wir aber, da wird nur einer drinnen schlafen tun. So, der kriegt sein Bettchen hier, damit es nicht allzu sehr zieht. Ein bisschen anders eingerichtet. So, damit es von da nicht zu sehr zieht. Wobei, naja. Ja.
Hier geht sich halt beim besten Willen keine Wand mehr aus, ne? Das haben wir eh probiert. Auch nicht so eine normale, nur Sofiseck. Haben wir das probiert? Ich traue mich fast nicht, dass ich hier kein Geländer mehr anbringen kann. Na, ich lasse es so. Aus, Ende, fertig. So, Türen. Die Türen. So, Tür Nummer 1. Zack. Tür Nummer 2. Perfekt. Tür Nummer 3. Nein. Jetzt. Eine vierte. Jawohl. Ich glaube, das war's, ne? Da haben wir alle. Wir haben sie alle. So. Dann hier. Jawohl. Dann hier. Und hier. Und hier. Hier auch. Jawohl. Dann haben wir hier auch eine Tür. Nein, aber jetzt. Passt. Müssten wir Türen auch schon alle haben, ne? Ah, hier wären noch welche, ne? Hier sind noch welche. Einmal hier. Und einmal, wenn ich draußen bin. Da. So. Aber jetzt. Na bitte, das schaut ja echt schon noch was aus, oder? Terrasse. Getränkebar. So. Gut. So, das waren jetzt hier Möbelchen, oder? Gefällt es unter Möbel? Zuerst unter. Ah, warte. Hier, Ressourcen, ne? Wasser. Falsch. Hier, die Vault. Und dann Wasser. Getränkeautomat. Genau, den wollte ich haben. Und zwar, den will ich gern hier hinstellen, wenn es möglich ist. Oh. Selbstverständlich mit Strom. So. So. Und. Obwohl, geht sich hier aus. So. Halt. Jawohl. Dann wäre es schön. Hier oben. Warum eigentlich nicht? So. So im Eck. Oder machen wir es hier im Eck? Na, ja, nein, nein, doch, nein. Oh, was? Ja. Haben wir was Schöneres? Würde ich sagen, belassen wir es eben bei dem hier. So. Belassen wir es bei dem. Bitte schief, also bitte schräg hinstellen. So. Mit ein paar schönen Stühlchen. So. Möbelchen. Hier, schöne Stühle. Ich hoffe, da kriegen wir was Tolles. Dab, dab, dab. Irgendwas, was nicht ganz so schmutzig ausschaut, vielleicht. Ja, die Gartenmöbeln, ha? Die roten. Warte, einfach mal so vielleicht. So. Und so vielleicht. Und eventuell so. Ja, das schaut ja mal zu schlecht aus, oder? Ich hätte hier aber gern wieder so eine Lichtdingens, ne? Meine Lieblingslichterkette für solche Anlässe und solche Sachen. Und zwar die hier. Die würde ich ja gern wieder hier zum Leuchten bringen. Ganz ehrlich gesagt, mir gefällt das halt so. Wow, das läuft! Wow. Es schaut so cool aus. Ich kann mir nicht helfen, mir gefällt es so gut. Ich mag das so. Getränkeautomat. Ah, der bedient werden muss. Ja, freilich. Da teilen wir dann gleich jemanden ein. Ah, das schaut schon cool aus. Also mir gefällt's halt. Mir gefällt's. Haben wir Aschenbecher? Wir können hier herum echt eine kleine Bar machen, fällt mir gerade auf. Und ein. Eigentlich? Warum nicht?
Open. Warum eigentlich nicht, oder? Hier ist so eine kleine Minibar. Hm? Also mir wird's gefallen. Aber volle Hütten. Jetzt ist nur die Frage, ob man da echt so ein Verkäufer, Rüstung, Waffen, Gastronomie. Ob man da echt so ein. Warte mal. Warte mal kurz. So, Gastronomie haben wir gesagt, ne? So, schön am Rand hin. Schön am Rand hin, dass auch keiner sich verletzen kann beim um die Ecke gehen. So, dann würde ich sagen, das Open-Schild, das machen wir am besten hier hin. Oder dahin, damit die Leute auch gleich wissen. Warte, da. Dass die Leute auch gleich wissen, hier oben der Laden ist geöffnet. Jawohl, also Gastronomie, hier hinten kann man sich hinsetzen. Da hat man die Getränke, mei, ist das cool. Klinik, Kleidung, genau, Klinik, haha, Klinik. Die Klinik, wenn wir schon dabei sind, die kommt natürlich unten hin. Im Arztbereich, im Doktorbereich. Ich habe die Tür gebaut, ne, das war wieder ganz schlau. Die schmeiße ich da mal hier raus. Warte. So. Also, die Klinik. Würde ich sagen, bauen wir gleich so hin. Passt genau für die Sekretärin des Doktors. Beziehungsweise den Doktor selber. Sollen wir nur jemanden finden, der das machen könnte? Gibt es hier Arbeitssuchende? Ja, Frau Doktor. Verstehe. Haut hin. Mua. Voll cool. Und natürlich brauchen wir noch Licht. Das ist auch keine Frage. Na warte, sie wäre gut als Kellnerin. Doktor ist vielleicht sogar ein bisschen... Na wohl, schaut ja aus, wenn sie einen Arztmantel hätte. Aber der ist halt so schön weiß. Warte. Okay. Der passt ja fast besser. Und du... Warte mal, Gastronomie. Gastronomie. Wer von euch ist du, ha? Du schaust echt cool aus für den Job. So, komm mit mal. So, er passt perfekt als Doktor. Schön weiß. Die Engel in weiß. Sagt man das nicht so? Oder die Räte in weiß? Engel in weiß, oder? Keine Ahnung. So, hier. Hat's hingehauen? Ja! Yeah. Supi. Ha. Geilo. So. Einen Marktplatz würde ich vielleicht sogar hier empfehlen. Gleich am Eingang. Hier drüben haben wir eh den Arzt. Wobei, da hinten hätten wir auch sacklich viel Platz, ne? Hier einen versteckten Marktplatz machen. Kisten hätten wir eh sogar ein paar da. Würde ich sogar hier hinten noch platzieren versuchen tun. Dass wir hier so quasi ums Eck herum einen kleinen Marktplatz machen. Oder hier so, da so entlang. Das wäre auch nicht schlecht. Oder einfach hier. Hier ist noch besser. Hier ist ja noch besser. Oh ja. Zocki hat Ideen. So, die Kisten haben wir mal da ins Eck. So. So. Komm, mach. Jawohl. Stell dich vielleicht auch ein bisschen gerade hin. Hat das irgendwie... Ah, den geht's auf. So geht's auf. Okay. Passt. Hier die Marktplätze. Das hätte schon was. Wir brauchen noch Kleidung. Waffen, Rüstung. Okay. Da würde ich sagen, Gewandfetzen. Gewandfetzen. Jo, Kleidung. Ich fange mal hier, wenn es geht, genau hier so mal an. Uiuiuiui. Das wird eine schiefe Geschichte. Ganz schief. Ich will es aber gerade haben. Uiuiuiui. Einigermaßen. Einigermaßen. Ach, der hätte mal eine schönere Geschichte gehabt, ne? Hier. Für die Volt eventuell auch, ne? Was ist das? Bekleidungswarenhaus. Und das hier? Ist das ein
ein bisschen übertrieben? Uns einig? Ja, passt. Es ist übertrieben. Und weil das so übertrieben ist, werde ich sogar nochmal abreißen, glaube ich. Und werde es schöner machen. Nein, nicht abreißen. Werde es echt probieren, schöner machen. Im Kleidungsstile. Was bitte ist denn das? Ah, das geht überhaupt nicht. Was fehlt mir hier? Benötige ich dran zwei Meisterhändler. Lokaler Anführer hätten wir sogar. Meisterhändler? Haben wir da, da haben wir noch überhaupt noch nie was, glaube ich, ne? Arzt. Okay. Da brauchst du überall den Meisterhändler. Mhm. Wartet mal kurz. Wir haben sogar einen Skillpunkt, ne? Übrig. Meisterhändler, bitte, wo könnte das jetzt sein? Ach, du heile Charisma vielleicht, ha? Ja, volle Hüten. Würde ich sagen. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mal mit. Wir brauchen eh noch eins, sonst können wir das Ganze nicht bauen. Aber nehmen wir mal den einen mit. Würde ich sagen, lasse ich einfach momentan den Kleiderständer quasi weg. Den Kleiderständer. Den Kleider... Verkaufsstand weg. Haben wir vielleicht, gibt es da irgendwas? Brauchst immer Stufe 2. Das ist voll fies. Hier aber nicht. Clothing. Na, das schaut aber gar nicht so hässlich aus, oder? Eigentlich. Wenn man es streng sieht. So. Hm? Schaut die gar nicht so hässlich aus. So, was haben wir noch? Die Waffen. Oder, nein, du sollst das nicht wegreißen. Zuerst die Rüstungen vielleicht. Hier, ne? Gleich daneben. Können wir eigentlich. So. Armor. Und die Waffis. Würde ich sagen, auch so. Also ehrlich, es schaut schon cool aus, irgendwie. Wir haben halt hier jetzt sau viel Platz momentan, aber das ist ja eigentlich wurscht. Mal angenommen, ich komme mit dem hierher. Schaut das besser aus? Jo, schaut besser aus. Dann lassen wir es so. Ich bräuchte einen Freiwilligen. So, bei dir. Du bist stylisch, voll cool. Du hast auch einen Hut, das heißt, du bekommst die Kleidung. Wenn wir das dann irgendwann mal geskillt haben, können wir das eh wieder abreißen und umbauen. Der wäre auch ein perfekter Arzt gewesen. Ich würde mich bei dem nie untersuchen lassen. Nie. Aber der passt als Waffenhändler. Allein schon wegen seiner Maske, finde ich. Passt der voll cool. Als Waffenhändler. Rüstung. Wir hatten eine coole Rüstung. Ketten. Der ist schon beschäftigt. Eine Rüstung. Hm, würde mich sie eigentlich ansprechen? So. Perfekt. Echt cool. Mir gefällt's. So, Entschuldigung. Entschuldigung, da musste ich mal kurz niesen. Die Nase kitzelt immer noch. Ja. Meine Überlegung ist gerade, das wieder wegzureißen. Ich überlege sehr schnell und du es gleichzeitig. Um hier diese schöne Klinik zu bauen. Das hier. Die hier, die schaut doch schöner aus. Seriös. So. Na, nicht nochmal. Du, Herr Doktor, machst wieder weiter. Und? Klappt das? Hat das hingehauen? Okay. Ja, hat hingehauen. Cool, sogar mit Licht. Klinik. Ich find's cool. Ich find's echt cool.
So, dann natürlich oben die Gastronomie nicht vergessen. Die bekommt auch nochmal so ein schickes Ding. Wir sind ja in der Vault, bitte. Hier brauchst du nicht so altbacken ausschauen. So. Jo. Und hier Gastronomie, genau. So würde ich sagen. So. Wo ist die gnädigste? Futsch. Die ist einfach futsch. Die traut sie was, echt. Gnädigste. Also gnädigst der, ja. Er ist so cool. Der hätte eigentlich auch gut für die Kleider gepasst. Aber der ist jetzt Barkeeper. Und voll stolz auf seinen Beruf. Oh ja. Der strotzt nur so voll Stolz. Er hat lauter Stolz gleich mal seinen Eltern geschrieben. Und seiner Familie. Seine Frau ist schon auf dem Weg hierher. So freut die sich. Ich könnte es ein bisschen näher machen, ne? Achso, der Strom kann bleiben. Aber das Kastel hier. Achso. Achso, der braucht ja einen Gehilfen, ne? Für das. Warte. Das muss ja auch betrieben werden. Zum Glück haben wir noch ein paar Siedler, die keine Arbeit haben. So, irgendwie kennt der sie nicht aus, ne? Dann haben wir hier die heiße Kellnerin. Ja. Die kann auch super spitzen Kaffee Latte machen. Und der Cappuccino, ich schwöre euch. Der Cappuccino ist köstlich. Jeden Tag saufe ich mir da einen an, ich schwöre. Bast hat auch hingehauen. Die zwei arbeiten im Team. Wie gesagt, das ist seine Frau, ne? Die ist ihm gefolgt oder Freundin, wie man das auch heutzutage nur nennt. Heiraten ist ja nicht mehr Pflicht. Und du? Aha, du bist der Beschützer. Passt recht gut, es schaut auch sehr bedrohlich aus. Haben wir hier schon eine Wand drinnen? Wand, sag ich, ein Fensterle. Nix Fenster. Das ist aber schlecht. Ich hätte gern Fenster. Also ich würde des Nachts echt besser schlafen, wenn hier ein Fenster drin wäre. Bitte? Jawohl. Ich habe nämlich keine Lust, von irgendwelchem Getier überfallen zu werden. Aber hier, da kenne ich mich echt nicht aus. Warum bei dem Fenster das nicht klappt, verstehe ich nicht. Ehrlich. Das ist mir zu hoch. Hier haben wir was drinnen, das passt. Glimm. Jo. Licht, richtig. Licht war auch so ein Thema, ne? Und was noch? Für Unterhaltung, ne? Herstellung. Was können wir denn herstellen? Herd haben wir da, Kochstation. Labortisch, Bauerrüstung, Rüstungswerkbank, Waffenwerkbank. Nuka-Cola-Mixer, der steht da drüben, genau. Ah, den können wir oben auch. Den stelle ich oben auch auf. Ist immerhin eine Bar da oben. Da darf ein Nuka-Cola-Stand auf keinen Fall fehlen. Dab, 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 dab. Der muss selbstverständlich auch hierher. Das ist ja ein Verbrechen, was ich gerade gemacht habe. Der darf selbstverständlich nicht fehlen. Aber da werden wir vielleicht, warte mal, ein anderes Motiv wählen. Ich werde das da, ich baue den hier mal. Wahrscheinlich ist es eh dasselbe wie unten. Da ich nicht mehr weiß, was ich da gewählt habe. So, der geht ohne Strom, ne? Ja, weil du einfach nur Coca-Cola mixen brauchst, mehr nicht. Jo. Na, das ist schon toll. Aschenbecher wollte ich auch noch aufstellen, ne? Haben die Raider sowas? Aschenbecher? Ich glaube nicht, ne? Da müsste ich, wenn schon, unter Möbele gehen, wahrscheinlich. Sonstiges kann ich mir vorstellen. Ey, Fernseher! Ein Fernseher muss in den Gemeinschaftsraum. Klo, ich habe auch kein Klo gebaut. Oh, oh. Wackelbubenständer, den habe ich auch noch nicht. Fischständer. Aha. Ob die hier irgendwie. Der ist cool. Da sind schon Fische dran. Der kommt. Wo ist eigentlich die Küche? Die ist auch da drüben, ne? Küche ist auch da drüben, Gemeinschaftsraum, ne? Muss der eigentlich von einem Koch betrieben werden? Das weiß ich gar nicht.
Na, brauch nicht. Das Blödsinn, was ich gesagt habe. So, der Fischständer. Den tun wir mal hier so hin. So, für ein besseres Ambiente. Klo, selbstverständlich. Ich habe noch immer keine Toilette gebaut. Huch, servus. Ein Klo würde sich fast hier eignen, in diesem Eck, ein Klo zu bauen mit zwei Zugängen. Wenn ich noch eine Wand bauen darf, das werden wir jetzt sehen. Die Spannung steigt. Ob das mit der Wand klappen könnte, die hier so... Hä? War da gerade echt grün? Nee, oder? Volle Hüten. Aha, das klappt. Ich glaube, ich träume. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu hoffen gewagt. Entschuldigung, falsche Taste. Dann probieren wir das doch weiter, unser Glück, oder? Das klappt echt. Na, ich hätte mit dem jetzt echt nicht gerechnet. Aber hier brauche ich schon die erste Ecke. Und da drüben... Oh. Warte mal. Hier brauche ich die erste Ecke. So, so glaube ich. Ja, und hier brauche ich eine Tür. Also Vorrichtung, eine Tür, Dingens eben. So, wie das da. Ja, ich glaube, ich träume. Das klappt echt. Geht das denn hier auch mit einer Tür? Tür an Tür wird eher nicht klappen, oder? Tatsächlich haut das hin. Ich bin gerade voll entzückt. Können wir da echt einen Scheiß, ich meine Klo herbauen? Voll cool. Na, bin echt, muss ich sagen, ist cool. Ist wirklich cool. So, dann eben das Heiligtum, das Klo. So, wie viel gehen sich denn aus? Eine Kabine wäre cool. Kann man hier auch Kabinen bauen? Nö, ne? Ich überlege gerade, wenn ich das ein bisschen enger mache. Ich meine, so zwei nebeneinander. Für extra viel Privatsphäre. Ja. Das gehört sich so. Gibt es hier Klopapier auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist schon dann übertrieben. Aber ich kann froh sein, dass es ein Waschbecken gibt. Da werden wir definitiv auch, wenn es geht, zwei bauen. Die müssen so hoch sein. Echt? Mir kommt vor, das ist zu hoch. Naja. Wenn die meinen. Ist das nicht zu hoch? Ich finde, das ist zu hoch. Aber die verlassen die uns nicht, ne? Naja, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. So circa in etwa. Es schaut komisch aus. Fertig. So, Waschbecken. Gibt es noch irgendwas? Nachttisch? Wagen? Wasserbecken? Ein Spender. Seifenspender. Ich hoffe mal, dass das als Seifenspender gedacht ist. Der wäre dazwischen drin cool gewesen. Oder soll es einfach zum Trinken sein? Keine Ahnung. Ich denke, da machen wir sowas. Hin. So. Gut ist. Seitpferd. Aha, für sportliche... Ah, eine Handel. Schönere Fernseher. Was haben wir dann hier noch? Projektor und eine Theke. Aha. Dann würde ich sagen, die kommt wieder rüber. Oder warte, die kommt vielleicht hier hin. Zum Herrn Doktor. So.
Ich würde sagen, so vielleicht. So. Jo. Und natürlich darf der Fernseher nicht fehlen. Wenn man hier schon einen Gemeinschaftsraum hat, braucht man auch einen vernünftigen Fernseher. So. Schönes Eck. Oder ist der hübscher? Ah. Da geht schon der auf. So. Wusch. Mit, selbstverständlich, einer schönen, eleganten, hübschen Sitzmöglichkeit. So, nehmen wir ein bisschen rauf. Oh, oh, der Part ist zu Ende. Wartet, ich versuche das noch schnell fertig zu kriegen. Wird hier schon schön. Ah, das hätte ich auch gern. Auch gern. Ui, da ist er schön. Gibt es irgendwas Besseres? Das schaut zumindest moderner aus, ne? Wenn man hier so... Muss halt immer alles gerade stehen, oder? So. Eine schöne Sitzmöglichkeit zum Fernsehen schauen. Hier vielleicht noch einmal ein einzelner. Oder nochmal so eine Bank. So nochmal. Warum nicht? So. Und da drüben auch nochmal. Jo, schaut, es hat schon was. Es hat schon was. Kann man da durch? Ja, freilich. Ah, das haut schon gut hin. Da vorne wäre ein kleines Tischchen noch nicht schlecht, aber ich hätte... Huch, Vorsicht, ich hätte gern da. Das mache ich noch fertig. Ah, da gibt es sowas nicht. Ich hätte halt gern so eine schöne... So ist wie das, ne? Wenn man hier schon essen kann gemeinsam, möchte ich gern, dass man hier solche Sitzecken hat. Aber das schaut komisch aus, oder? Also gemütlich schaut das nicht aus. Da ist sowas schon besser. Dann bauen wir halt sowas hin, oder? Weil das schaut schon ein bisschen eng, oder? Hm. Es wirkt schon etwas eng. Probieren wir es mal aus. Wenn sich wer hinsetzt, ist gut. Wenn nicht, dann eben nicht. So. So, einer noch wäre cool, wenn das klappen wird. So, na bitte. Und dann später machen wir noch Licht. Na, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Na gut, ihr Lieben, ich muss dringend aufhören. Der Bart hat wieder sakrisch viel Überlänge. Jo, auf jeden Fall. Servus, Edda. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!